Wir haben schon mal den Respektbann auf Moves Nidalee, wie predicted von dir. Und ich glaube, da wird er auch wahrscheinlich sein Lee Sin oder vielleicht ein Rek'Sai Gragas. Also das ist jetzt sehr früh zu sagen, aber sein Lee Sin würde ich gerne sehen. Würde ich auch gerne sehen, um zu sehen, ob er an Rush rankommt, aber ich würde Lee Sin generell eher nicht so gerne sehen, weil ich dieses 50-50, du kommst nach vorne am Anfang und reißt alles, oder du reißt halt alles mit dem Abgrund, wenn du nicht nach vorne kommst, finde ich halt immer so ein bisschen riskant. Also für jemanden, der Top 3 in Solo Queue in Korea war, würde ich mal sagen, der kann das definitiv spielen. Aber ich verstehe deinen Punkt und ich denke mal, machen sie nichts falsch mit dem Chain First Pick. Ist ja ein sicherer Flex Pick und da ist schon wieder der Corki. Aber diesmal halt Corki ohne Support. Also den haben sie zumindest schon mal offen gelassen. Von daher würde ich sagen, bei Sivir, Kalista Ban. Solange man nicht gleich sich komplett festlegt, ist es in Ordnung. Mit Rek'Sai auch noch, das noch nicht getan. Also ich habe heute viel auf Twitter gelesen, dass viele Leute den schönen Armadillo namens Ramos sehen wollen. Und tja, ich denke ob, mal. ob der die Mitte jetzt spielt, AP Ramos Mitte, also das habe ich seit langem nicht gesehen. Und ich bezweifle, dass er den, wenn, auch so früh einlocken wird, aber der will uns schon ein bisschen die Richtung zeigen. Der hat da schon ein paar neue Pocket Picks auf Lager. Also was man sagen kann, ist, dass auch Keen sehr viel auf Twitter unterwegs ist. Also er wird da bestimmt auch was mitbekommen haben. Jetzt ist einzuloggen wäre halt sehr merkwürdig, du sagst schon. In Braum wäre halt wieder eine ganz gute Sache. Tristana kann ganz gut mit Braum arbeiten und man hätte was gegen eventuell Poke, wenn man Corki sieht. Ja, wir haben schon wieder die Hyper Carry Comp. Wir haben die sichere Hyper Carry Comp mit dem Shen Top Lane für Split Pushen. Wir haben den Braum Support, der gut gegen Alistar ist, der noch offen ist, der gut gegen Poke ist und auch den dementsprechend CC für die Tristana halt gibt. Also jetzt als Team Dignitas noch für eine Poke Comp zu gehen, ist sehr riskant. Also würde ich vielleicht doch für die Variante Hard Engage nehmen und vielleicht das Early Game, Mid Game so zu snowballen, dass eben eine Tristana gar nicht erst ins Rollen kommt. Dann könnte man natürlich wieder überlegen, die Annie ist in diesem Fall jetzt nicht gebannt, ob man dann die Annie pickt, um das halt noch ein bisschen zu beschleunigen. Annie Corki ist ja auch keine schwache Lane. Wie wär's mit einer Annie-Orianna-Combo und mit einem Gnar Top Lane? Das wäre doch optimal eigentlich gegen die Comp von Gravity. Aber ob sie jetzt Thresh oder Annie einlocken, das ist ja ziemlich relevant. Der Gnar ist auf jeden Fall schon mal sicher. Und ja, Safety Picks Wow. für Team Dignitas. Und wow, ein Vi-Pick. Das ist interessant, vor allem weil der Midlaner von Dignitas noch nicht eingeloggt wurde. Und auch allgemein spielt momentan ja wirklich niemand an sich Vi. Also jetzt haben wir wieder diesen Rumble in der Mitte. Ich meine, das ist jetzt schon fast nichts mehr Neues für Keen. Wirklich interessante Picks von Gravity, du hast es gesagt. Oh, ohne zu wissen, gegen wen man spielt. Also ich erinnere mich, in Season 3, als Vi frisch draußen war, wurde sie mal in Mitte gespielt. Aber ob das jetzt so stark ist, weil der Damage Und ist Shen schon Jungle dann? weitaus genervt worden. Oder, wird es vielleicht ein Rumble Midlane? Midlane Rumble hat man schon mal gesehen, auch nicht so optimal, aber trotzdem. Also da kann man jetzt sehr schlecht was rauslesen. Vor allem, was wird sich Team Dignitas jetzt denken? Was sollen wir jetzt dagegen picken? Also ich hab keine Ahnung, wo jetzt die Vi oder der Rumble hingehen wird. Ich könnte mir vorstellen, Rumble wird Midlane gehen und eben die Vi in den Jungle und Shen Toplane. Also was ich halt interessant finde, ist, wenn man so standardmäßig redet, man weiß nicht, gegen wen man in der Mitte spielt, pickt man normalerweise einen sicheren Midlaner. Und der Name, der eigentlich nicht dann fällt, ist Rumble. Also das ist faszinierend. Aber Keen hat bis jetzt schon zweimal einen Rumble Mitte gepickt. Und er hat zwar eine Lane, wie er es halt als Keen gerne mal tut, am Anfang ein bisschen verloren, ein bisschen Kills abgegeben, aber danach wirklich sehr stark gespielt und spielt jetzt gegen eine Ahri. Also ich finde das sehr interessant, weil der hat den Rumble in eine Comp reingepickt, wo der Rumble niemals sicher in der Mitte sein wird. Ich meine, Rek'Sai und Ahri, soweit sie Level 6 sind, wird auch auf jeden Fall sehr viel Map-Pressure und Lane-Pressure auf die Midlane kommen. Und allgemein wird das ein sehr gefährliches Spiel für Keen sein. Aber vielleicht mit Vi ein paar Plays in Level 6 machen oder für ein paar Early Drakes, weil sie haben einen sehr, sehr großen Level 6 Power-Spike, um die Tristana ruhig zu bringen. Aber ich bin immer noch für Team Dignitas, aber ich lasse mich gerne von Keen überraschen. Und ich hoffe, unsere zwei Caster auch. Auf alle Fälle, also da sehen wir mal wieder den Rumble in der Mitte mit Keen. Und ich muss sagen, das finde ich ebenfalls sehr seltsam. Also ich meine, man hat es ja schon von ihm gesehen. Das ist weniger das, was seltsam ist, sondern vielmehr, ihr habt es gesagt, in diese Comp, gegen diese Comp rein.
Ich glaube, da gäbe es andere Midlaner, die magischen Schaden verursachen und eine Flächen-AOE haben. Orianna? Als Beispiel. Ja. Wäre auch noch aktuell in der Meta und deutlich sicherer, weil man kann sich sehr, sehr gut auch noch schilden. Man steht sowieso sehr safe und dass das Ganze funktioniert, haben wir gestern ja auch schon von Power of Evil gesehen. Heute ja auch noch eine halbwegs interessante Orianna. Insofern weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht den Vorteil eines Rumbles in der Mitte. Lass mich da aber auch gerne von Keen überzeugen. I'll be the pigs to you, Lulu. Also das sind hier die Anmachsprüche. Jetzt hätte ich aber gerne gesehen, wer sich hinter dem Plakat verbirgt, grundsätzlich. Aber so ist das, ne? Leben ist kein Wunschkonzert. Gravity gegen Dignitas. Los geht's. Spiel Nummer 4 heute schon. Ja, das geht. Würde ich jetzt sagen, zügig. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit. Auf jeden Fall Gravity mit zweimal Doran-Schild in der Mitte. Keen, einfach um gegen diesen konstanten Angriff von Ahri, da er keine Reichweite selber hat, ein bisschen was zu haben. Und Shen auf der Top-Lane. Auch er weiß natürlich, entweder geht's in Lane-Swap, denn er hat eine Tristana und je nachdem, wie Dignitas regeneriert, vielleicht wird er da gegen zwei spielen. Da ist das Doran-Schild natürlich ganz hilfreich. Klar. Also wie gesagt, also er hat es ja schon häufiger mal gemacht, Rumble mit. Wir haben es ja immer wieder gesehen. Er war auch derjenige, der mit Urgot angefangen hat. Also Keen ist bekannt dafür, seine interessanten Picks. Ist bekannt auch für einen starken Rumble. Spielt es auch gerne auf seinem Stream immer wieder, womit er gerne abrippt. Einfach, weil es auch sowas Ungewohntes ist. Aber gegen Ahri wird das halt sehr, sehr schwer werden, ehrlich gesagt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, da sind andere Champions wesentlich eleganter und interessanter. Hingegen bin ich ein Fan von dem Vi-Pick, wir haben es jetzt lange nicht mehr gesehen, aber grundsätzlich hast du damit einfach einen Point-and-Click an Gank. Auch wenn erst ab Level 6 dann leider, das ist der große Nachteil, warum man andere Jungler vorzieht. Aber wenn diese gebannt sind oder wenn man vor Level 6 da nichts macht, kann das funktionieren. Und Alex hat es ja auch schon gesagt, Level 6 haben sie sehr viel an Schaden plötzlich, Gravity. Also da werden sie plötzlich stark. Auf jeden Fall. Und das Interessante ist, man kann ja Vi, wenn man jetzt halt Tristana hat, kann man sogar auch defensiv einsetzen. Denn es gibt zum Beispiel die Chance, dass Shifter als Ahri sagt, okay, es ist eine Tristana, ich muss die irgendwie ausschalten. Ich springe rauf und probiere sie zu töten. Dann ist das Einzige, was Move machen muss. Hey, Ahri, komm mal her. Ahri Stun festhalten auf der Stelle. Und dadurch ist Tristana sicher, Ortec kann den Schaden machen und Shifter kann sie nicht töten. Also man kann durchaus auch defensiv, wenn man so ein Hypercarrier zum Beispiel, mit einer Vi agieren. Ja, also grundsätzlich die Idee halt, Peel mitzubringen von einem Hypercarrier ist eine sehr, sehr gute. Interessant wirklich, dass Braum ein so starkes Comeback erlebt gegen Poke-Champions wie Corki, durchaus hilfreich, wie wir immer wieder festgestellt haben. Und er bringt ja auch nochmal einen Knock-Up mit. Also von daher Nautilus raus, Braum drin, könnte man sagen. Ja, momentan im Prinzip könnte man das so stehen lassen. Vor allen Dingen, da die Leute wirklich, obwohl sie öfters auch gegen Tristana spielen, immer noch nicht so richtig wieder auf den Geschmack gekommen sind. Ich meine, A spielt man zwar oft. Da ist halt ein ganz großes Problem von einem Rumble. Die Mobilität. Und er flasht noch rüber, brennt, schildet sich, Kiwi geht dabei hinterher und man merkt schon, das wird nichts Gutes werden. Grundsätzlich hat er jetzt sogar nochmal einen Flash von Shifter gezogen. Allein deswegen, weil hätte KiwiKid irgendwie gehuckt, ausgepeitscht, dann wäre er gestorben und wollte unbedingt den Kill auf die Ahri und hat dafür. Also ich weiß nicht, warum KiwiKid dann nochmal hinterhergegangen ist. Dann hätte vielleicht Shifter direkt flashen können. Man kann sich ja mit dem Q selber nochmal beschleunigen, aber sicher ist sicher. Einmal dran, dann kannst du einfach einen Rumble. Aber gut, das sind wir von Keen auch schon gewohnt, solche Aktionen. Da muss ich sagen, das hat aber auch Dignitas im direkten Vergleich zu Team Liquid besser gemacht. Ja. Beide Gravity und CG spielen in Tristana, spielen in den Laneswap. Und beide haben auch die Chance gehabt, dementsprechend ihren Supporter mit ihrem Jungler über die Karte in die Mitte zu schicken. Und in dem Fall war es dann doch hier auf jeden Fall dem Dignitas, die das genutzt haben, um aggressiv zu sein. Gut, klar, im letzten Spiel war es halt ein Ezreal, aber am Anfang kann man da trotzdem probieren, den halt nach hinten zu schmeißen, indem man da früh aktiv wird. So, Dignitas auf jeden Fall Rumble schon mal den Flash rausgezogen. Das heißt, das können sie jetzt auch ganz gerne einfach nochmal wiederholen. Ja, sehr früh jetzt Klinge der Harp hier tatsächlich von Ortec, also sogar noch vor der Spitzhacke. Das dann, ja, ne? Also, ich sag's halt jetzt gegen den Corki dann nicht ganz so schlimm, der jetzt auch nur noch das Langschwert an Schaden hat. Also, das ist soweit vertretbar. Auf der anderen Seite allerdings haben wir immer noch die Möglichkeit, also gerade da gefällt mir die Kombination sehr, sehr gut,
von Shiftur drauf zu gehen, in die Backline mit einer Ahri und Ziele rauszunehmen. Und ja, was heißt Ziele rauszunehmen? Eigentlich musst du ja wirklich nur die Tristana rausnehmen. Weil alles andere, ein Rumble selber hat nicht die große Reichweite, dass du wirklich tief hinten rein musst. Das stimmt. Und da ist halt wirklich, ich denke mal, wirklich der Plan gewesen, mit der Vi auch auf, im Zweifelsfall einfach zur Stelle zu sein und diese Ahri rauszuhalten, dass die halt nicht diesen Job erfüllen kann. Jetzt Move aggressiv mit Haunzer, der möchte sich die nächsten 20 Minuten der Lane wahrscheinlich erstmal nicht nähern, so wie es aussieht, sondern komplett immer wieder mit seinem Jungler und seinem Support in der Gegend rumlaufen und probieren, da die Gegner zu stören. Ja. Oh, jetzt wieder Charm getroffen und Shiftur versucht hier möglichst, ja, den guten Keen da aus der Fasson zu bringen. Da hilft ja Doran Schild auch nur bedingt gegen diese Ahri. Grundsätzlich, Gravity, ja, ist darauf bestrebt, diesen Fehler wieder wettzumachen. Also man hat ja den Turm schon bekommen, hat Tristan auf der Solo-Lane. Von daher hat auch beispielsweise ein Bunny Fufu aktuell einfach mal nichts zu tun. Es ist besser, du lässt den AD Carry farmen, weil dadurch wird er im Level vorne sein, wenn er als Solo-Laner fungiert. Ähnlich ist es aber auch bei KiwiKid. Also im Prinzip haben wir gerade so eine Art Triple-Jungle und Solo-Lanes. Oder weil alle Teams nur eine Lane beackert jeweils. Wäre aber auch riskant, zum Beispiel gegen einen Corki zu gehen, der die Lane in sich reinpushen lässt. Auf der anderen Seite aber, eine Tristana kann das nicht. Das heißt, gerade da wäre Gravity nun verwundbar. Und interessant ist halt wirklich, dass dieser Lane-Swap, du hast gesagt, einfach komplett drei Leute, die durch den Jungle gehen. Und auch kein Team, das zurücktauscht. Normalerweise überlegt man ja, wenn man die Türme gemacht hat, das eine Team will zurücktauschen, das andere nicht, hier gar nicht. Oh, und immer wieder will man hier Keen angehen. Teleport ist gezogen. Man ist tief gegangen. Die Laterne angeboten, aber nicht genutzt von Helios. Der kraxelt halt so durch. Mart jetzt Keen nochmal am Hook, dann den Charm hinterher. So eine ganze Menge CC, aber dann kommt der Flash von Bunny Fufu. Man ist da hinterher mit dem Flammenwerfer zur Stelle. KiwiKid nimmt eine ganze Menge Schaden, wird aus dem Weg geräumt werden. Hornze bekommt er den Kill. Gamsu nicht in der Mega-Nachform, dass man hier das ausnutzen könnte. Das Ganze noch vor Level 6 letzten Endes. Also von daher, der Teleport hat sich ausbezahlt und man bekommt den Kill letzten Endes. Ich glaube, Dignitas war hier einfach eine Spur zu offensiv, unnötigerweise, denn es gab hier keine Veranlassung dazu. Also ja, sie haben halt den Dive so tief genommen und dann aber gesagt, nein, wir ziehen uns zurück und sind dann einfach rausgelaufen, ohne die Laterne sogar zu kriegen. Und dadurch musst du dann halt wirklich weit laufen. Das wurde halt super solide ausgenutzt, auch wenn Braum eigentlich relativ spät da war und wirklich den Flash nutzen musste. Bunny Fufu weiß halt, er hat die Chance, jemanden zu verlangsamen und zu töten, also nutzt er ohne Frage den Flash. Und jetzt sehen wir es nochmal so tief von drei Leute von hinten und jetzt gehen sie einfach wieder weg. Und die Laterne? Helios kommt nicht rauf, weil Keens Modell von Rumble einfach zu groß ist und draufsteht und muss rauslaufen, das dauert lange. Und jetzt kaum Schaden auf Keen, sie gehen einfach weiter hinterher. Der Flash von Bunny Fufu verlangsamt die Shifter, KiwiKid schmeißt sich davor, opfert sich im Prinzip. Vi kommt nochmal ran, das ist halt dann der Kill. Und da kann man jetzt nicht mehr viel machen, da kann man nicht mehr hinterhergehen. Nein, das ist richtig. Vor allem, da hat man keine... Vorbei, KiwiKid hätte noch flashen können sogar. Aber du hast halt gesagt, er hat sich mehr fürs Team geopfert. Und die Frage ist, wie weit wäre er gekommen durch die ganzen Verlangsamungen, die man letzten Endes auch hat. Nichtsdestotrotz, Dignitas bemüht jetzt dran am Drachen. Also sie haben jetzt auch frühe Schadenspitzen, aber sie müssen aufpassen. Also Gravity, sie haben alle das Level 6 jetzt. Wobei, Move noch nicht. Sobald Move das Level 6 hat, denke ich, wird auch hier Gravity um einiges druckvoller agieren. Vor allem aus dem Jungle heraus. Man hat dann noch den Ei neben auf seiner Seite. Und das wird dann nicht unbedingt einfach. Auf der anderen Seite Dignitas, aber ja, Corki Poke und eben die Ahri. Ist auch in Ordnung, dass man den ersten Drachen jetzt hier abgibt an Dignitas. Man hat jetzt hier im Gegenzug dafür natürlich viel Farm auf Tristana geben können. Und es ist halt nicht so schlimm, wenn man sich den zweiten oder zumindest den dritten Drachen dann holt. Denn solange Dignitas den dritten Drachen nicht kriegt, ist dieses ganze frühe Drachengehole, seitdem es halt nicht mehr groß, also kein Gold mehr gibt, nicht mehr wirklich interessant. Ja. Das muss Gravity halt schaffen. Darauf müssen die Augenmerk dann auch richten, dass sie es zu dem Zeitpunkt haben. Aber solange können sie halt wirklich gegen Gold, gegen Objectives, andere das tauschen. Denke ich auch. Also, jetzt hat man Corki mal nach oben geschickt gegen die Tristana, dieser da Einheit zu gebieten. Er ist selber zurückgegangen schon, hat das Glanz nun auf seiner Seite, damit den Vorteil gegenüber der Tristana, welche es jetzt ein bisschen schwieriger haben wird. Grundsätzlich eben noch nicht zurück gewesen, keine Tränke, kein gar nichts. Und das ist halt das Ding, was wir gesagt haben, Tristana wird halt die Lane nicht in sich reinpushen lassen können. Das funktioniert nicht. Sei denn, Corki ist halt aktiv dabei, die Lane reinzupushen. Das will er letzten Endes, um damit Oltec zu hindern, zurückzugehen. Denn grundsätzlich, wenn
wenn du zurückgehst und die Lane ist reingepusht, dann verlierst du den Farm auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Sache, Tristana, ist es schwierig, mit ihr unterm Turm zu farmen. Ja, und das ist nicht mal irgendwas, wo man sagen kann, hey, das liegt daran, dass der AD-Carry einfach nicht so gut ist. Oder wenn du perfekt spielst, kannst du es machen. Das Problem ist einfach, sobald du einmal das E gelevelt hast, und das machst du im Lane-Swap dann halt meistens, um den Turm irgendwann zu kriegen oder die Minions schnell reinzudrücken, dann ruiniert es sich selber. Aber Cory, Level 6, du hast es gesagt, los geht's. Und da geht's drauf, den sich in Engage quasi den Dank und All-Take sofort mit dem Raketensprung hinterher. Und bups, ist er weg. Hornsatz. Oh. Ja, Report for Killsteal wäre natürlich geschickter gewesen. Er weil ist der ja schon mit der Ulti hochgegangen, da muss man schon mal bezahlt werden für. Ja, 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 das passt schon. Ja, zum Beispiel meine Assist mal mit drauf streicheln, aber grundsätzlich, vielleicht der Overkill, wäre es vielleicht besser gewesen, einfach auf der Lane zu bleiben. Und es war sowieso safe mit der Bombe. Ultek hätte theoretisch sogar noch hinterher flashen können. Also, ja, es gab eigentlich gar keine Möglichkeit, keine Konstellation, wo Cold JJ hätte wegkommen können. Allerdings muss man sagen, er hat auf der Botlane keinen Farm verloren groß, es ist kein Turm in Bedrängnis, er kann die Minion-Welt, die jetzt kommt, noch holen. Und er hat dafür halt immerhin einen Kill oder er hätte sonst einen Assist, sagen wir mal, bekommen. Und sie wollen ja jetzt demnächst nicht zwangsläufig kämpfen, also ist es in Ordnung, würde ich sagen. Klar. Oh, Gamsu, die Wölfe sind groß und böse. Du bist klein und flauschig, aber das sollte jetzt hier weniger das Problem sein. Aha. Ja, wobei Reset ist, ja, das ist halt ärgerlich. Zu weit rausgezogen. Muss halt warten, bis er groß und knackig wird und nutzt hier wirklich alles. Was ein Duell, das wäre umso peinlicher, wenn man in dieser Phase dann gegen den Wolf sterben wird. Aber er weiß halt selber, er ist groß jetzt und grimmig und dann hat er auch endlich sein Level up. Aber das hat verdammt lange gedauert und war ziemlich knapp. Und man sieht schon, Bunny Fufu war sogar in der Nähe und hat dann nochmal Nord hingestellt. Also Gravity sichert sich schon mal Sicht im unteren Jungle, um den Turm natürlich zu kriegen und auch schon mal Richtung Zukunft, Richtung Drachen, das dann auch später einfacher haben, zu haben, neue Wards hinzustellen und auch später halt die Wards vom Gegner wegzunehmen. Ja. So, jetzt geht's weiter auf diesen Turm und Tristana, Easy Huhn. Hatten wir heute schon. Easy Huhn, ja. Auf der anderen Seite Call JJ, also wieder diese Cross-Map-Aktion hier, wobei der Druck jetzt größer ist. Gravity selber drückt schon auf den nächsten Turm. Keen selbst, nachdem man ihn anfänglich oder sich anfänglich sehr viel auf ihn konzentriert hat, jetzt mal wieder der Versuch, da sein Team da drüben ist, kann er da nicht viel machen, versucht er wegzusmiten, hätte den einen Ebner sogar noch zur Verfügung, den er gar nicht mal nutzt. Interessant, dass er wirklich erst flasht und den einen Ebner irgendwie gar nicht in Betracht zieht, aber nach wie vor eben das größte Problem, Rumble ist immobil, deswegen baut man ihn auf der Toplane ja auch früh mit der Maske, weil du halt Leben mit dabei hast, man baut früh die Boots aus, damit du Tempo hast. Und naja, jetzt auf der Midlane denkst du, du bist sicher, aber du bist es nicht. Denn Dignitas holt sich Turm und den Midlaner ab. Also ganz merkwürdig, du hast es gesagt, der Einnehmer kam nicht raus. Hätte zum Beispiel einen Einnehmer auf die Minions geholt, hätten sie zu dritt durch den Turm durchlaufen müssen, da war ja Shannon dann eher, hätten viel Schaden bekommen, hätten sie vielleicht was machen können. Oder hätte er auf die Gegner gleich am Anfang einen Ebner geschmissen, verlangsamt, er hätte mit dem Flash vielleicht sogar rauskommen können. Ja. Und es ist nicht so, dass der Cooldown jetzt, also gut, vielleicht war die Entscheidung, hey, wir brauchen ihn für den Drachen. Das ist eine Möglichkeit. Aber in einer Minute, also an 1.30 bis dahin, wäre der eine Ebner auch wieder da gewesen. Ja, das stimmt, das müsste sogar hinkommen, ja. Ich weiß nicht, ob er sonst Verlangsamungsruhen drin hat oder so, aber nee. Also das Abklingzeit Verlängerungsruhen. Ja. Richtig. Reingemogelt bekommen Dignitas hat. Also ich sehe wirklich den Grund nicht. Ich würde das erstmal als Fehler deklarieren, sofern mich da jemand aufklärt und eine bessere Lösung hat. Aber ja, ich meine, klar, die Chance ist dann nicht gering, aber dann bitte auch das Flash nicht zünden. Also wenn du sowieso weißt, dass du stirbst und den Einnehmer aufheben möchtest, warum zieht man dann den Flash? Also welche Hoffnung hat man da vor allem gegen eine Vi, gegen ein mobiles Team zu entkommen? Auf jeden Fall wird der Drache jetzt angegangen und Chen zurück, Hornsai, er geht also nochmal schön shoppen, bevor es auf den Kampf geht. Also es sieht zumindest so aus, als würde Dignitas diesmal einen Kampf bekommen gegen Gravity. Die rotieren hier rum und sehen nicht so aus, als würden sie ihn einfach so abgeben wollen, weil hat ja auch diesmal das Level 6, ist zur Stelle, könnte sich also vielleicht eine Ahri oder ein Corki mal schnappen. Ja.
Rumble war wohl überhitzt, was der Grund gewesen ist und damit auch eine gute Erklärung. Bunny Fufu nimmt schon eine ganze Menge Schaden gegen die Ahri. Jetzt geht's rauen mit Move zur Stelle. Alltech von hinten kann guten Schaden rausdrücken. Allerdings Stifte bekommt direkt nochmal den Kill raus. Kiwi-Kid hat ebenfalls erwischt und jetzt Keen. Und das ist eine wunderschöne Naulti. Da hat sich das Level 6 nochmal gelohnt. Double Kill direkt von Stifte, der hier reinklotzt. Und das war der Unterschied. Quadra Kill und Penta-Gefahr. Penta-Gefahr, der hat immer noch Flash. Der kann hinterher. Stifte, Gott, das Gold, er will's und er hat es mit dem Flash. Das ist es, all about that Ace und das Penta Dignitas. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Also wirklich Gamzu MVP, diese Ulti, alle vorbereitet. Shifter muss nur noch einmal das Q durchwerfen. Also wirklich großartig für vorbereitet für Shifter, natürlich auch stark von Shifter gespielt. Und 7-0 Ahri. Ja, und der viel Vorbereiter Spaß. Gamzu. Ja. Ich hab's kommen sehen, wo der Mega-Nazi alle auf einem Haufen. Erstmal jetzt, Bunny Fufu hat schon ordentlich ausgeteilt bekommen. Move auch sofort die Shen-Ulti, ohne wirklich was damit machen zu können. Geht jetzt hier rauf auf Shift da, aber das ist nur Alltech da. Der kann den Kill nicht holen und er stirbt einfach, weil er selbst noch nicht viel aushält. Jetzt Gamzu. Wamm. Vier Leute. Shift da sofort natürlich reingegangen. Durch alle Leute den absoluten Schaden durchgekriegt. Und Cory, Helios arbeiten noch ein bisschen von der Seite, helfen Shifter da, den nächsten Kill noch zu perfektionieren. Verlangsamung sogar durch den Autotech vom Red Buff. Also dadurch Shifter auch nochmal besser rangekommen. Und Alltech dachte, er kommt weg, aber der Flash hinterher von Shifter. Ja, also hätte er nicht geflasht, wäre er schon vom Charm erledigt worden. So geflasht und dann wusste halt Shifter, okay, das reicht, ich flash hinterher und habe ihn mit dem Q grundsätzlich ohnehin schneller die Ahri unterwegs gewesen. Oder grundsätzlich ist eine Ahri halt schneller. Wir sehen Alltech zum einen die Schuhe noch nicht ausgebaut im Gegensatz zur Shifter, zum anderen Q beschleunigt dich. Klar, du hast halt deinen Raketensprung, aber der hat halt einen vergleichsweise langen Cooldown im Gegensatz zum Q von Ahri und man hat es ja schon benutzt, um überhaupt aus der Situation irgendwie zu entfliehen. Also von daher keine kommen, absolut verdienter Penta und plötzlich steht Shifter mit 7-0 da und Gravity, den Vorteil, den sie sich erbaut hatten, der ist jetzt erstmal komplett zerbröselt. Man hat Keen den jetzt wieder ready oder hat er den letzten Kampf nicht eingesetzt? Ich glaub, nein, den hat er genutzt, der okay, war im gut. Kampf. War mir gerade nicht sicher, ich wollte gerade sagen. Doch. Das ist ja merkwürdig. Auf jeden Fall haben sie jetzt halt mit der 7-0 Ahri natürlich die Chance. Man sieht, sie lauert einfach im Gebüsch und guckt, hey, wollt ihr nicht mal runterkommen, Turm verteidigen? Ich warte. Spielen. Ja, und da sollten sie wirklich vorsichtig sein gegen diesen Shifter gerade mit seinen Items. Ja. Hey, Korki hat auch stärkere Reinigkeit. Oh, Move. Jetzt geht's natürlich drauf. Wieder der eine Ebene drüber platziert, aber man kommt raus. Helios bekommt den Kill auf Move. Und dann noch der Teleport. Und man hat natürlich jetzt eine starke Ahri. Amzu holt sich noch Bunny Fufu mit dazu. Und jetzt stehen sie da zu fünft. Und da willst du nicht rein. Du willst nicht nochmal von der Nahulti erwischt werden. Flash ist da. Gamzu ist groß. Im Prinzip musst du weg vom Turm. Ansonsten kommt das Ungeheuer nicht unterm Bett, sondern unterm Turm hervor und knallt dich an die Wand. Und genau das ist das Falsche, wie sie das, die Vi nutzen. Wir haben vorhin drüber geredet. Vi ist super, wenn Shifter reinspringt. Dann kann Move ihn vorhalten. Die kurze Reichweite von Rumble, der da steht, kann Flammenwerfer raufschießen. Alltech kann draufschießen. Das ganze Team kann sich dann auf Ahri konzentrieren. So geht Move rein offensiv. Und wer soll hinterher? Shen macht keinen Schaden. Rumble hat eine kurze Reichweite, kann maximal einen Einnehmen darüber legen. Alltech kann nicht hinterhergehen. Es ist kein Schaden da, Move, und hält es nicht aus, wenn er in eine 7-0 Ahri reinspringt, wo noch ein Korki mit einer stärkeren Reinigkeit daneben steht. Das können sie nicht so spielen. Nee. Jetzt inzwischen wird es sowieso schwierig, irgendwas dagegen zu tun, denn langsam geben sie immer mehr Vorteile ab. Grundsätzlich würden mich mal die Runen von Shifter interessieren, weil er hat ja selber jetzt die Abklingzeitverringerungsschuhe geholt. Natürlich super, die Abklingzeitverringerung auf einer Ahri ist klasse. Und ich denke, das wird sowieso häufiger jetzt zu sehen sein, dass man vielleicht über die Runen dann Magiedurchdringung mitnimmt und selber dann vielleicht später noch über den leeren Stab kommt. Denn gerade mit den neuen AP-Items, die sie ja verändert wurden, ist es vielleicht ganz interessant, dass man seine Fähigkeiten häufiger nutzt. Man geht, und wir sehen halt häufig, Morellus wird gar nicht mehr gebaut. Also grundsätzlich, ein Grund, warum Morellus am Anfang immer gebaut worden ist, ist das Mana, die Abklingzeitverringerung und es war kleinschrittig und günstig, weil man am Anfang noch relativ oft zurück muss, stellenweise, wenn man entweder aus der Lane gedrängt wird, gegankt wird, etc. pp. Und das war halt auch schwierig, wenn du dann auf diesen
die großen Items wie Zonias oder Ludens wolltest, weil du diese Hürde mit 1600 Gold hattest. Das hat man nun geändert. Zwar geben sie selber weniger AP, also nur noch 100 statt 120, durch den Stab, der jetzt 20 AP weniger bringt, dafür aber deutlich weniger Gold kostet, nämlich nur 1250 statt 1600, führt eben dazu, dass man sich diese Items schneller leisten kann und stattdessen eben nicht das Morellos holt. Wir haben gestern auch die Variante mit Orianna gesehen und Naschas Zahn. Ist nochmal ein anderer Punkt. Und ja, dadurch fehlt dir die Abklingzeitverringerung, die man sich, wie wir jetzt heute sehen, sehr oft durch die Schuhe dann eben holt. Sprich, die Magiedurchdringung muss in dem Fall entweder über die Runen kommen, später über den Lernstab. Also gerade deswegen würde mich das interessieren. Es ist ja gerade neu, der Patch, mit dabei. Und das wäre in meinen Augen zumindest eine mögliche Erklärung. Auf jeden Fall. Und jetzt heißt es halt wirklich... Will man wirklich den Drachen machen? Ich meine, 2-0, es wäre der dritte Drache, es wäre der dritte Drache bei 20 Minuten, also auch verdammt schnell. Ding ich das also damit auch in Gefahr für den fünften Drachen. Aber andererseits hat man halt eine 7-0 Ari mit 170 Farm. Und der Shifter, der wartet halt nur. Und auf der anderen Seite Gravity, die Hoffnung, dass da jemand hochkommt, wenn der Drache gerade... Also, da, ich weiß nicht, das war eine merkwürdige Falle. Zu viert da oben zu sitzen, wow. Und jetzt ist Gravity am Baron dran, so nach dem Motto, gut, lass sie halt ihre Falle stellen. Ja, warten und warten und warten und jetzt dürften sie das sehen mit KiwiKit, aber sie haben einfach den besten Teamkampf und Gravity, wo der Wort gesetzt wird, müssen sofort weg, weil ja die Gefahr, dass da so ein Gnar reingekuschelt bekommt, das ist einfach viel zu groß und auch Shiftur, der kann sich ja jeden x-beliebigen raussuchen, ja, und dann zum Rendezvous holen. Mit dem Charme überhaupt kein Problem. Dignitas jetzt der dritte Drache. Grundsätzlich, der Tabellenerste in deinem ALCS wackelt hier ganz schön. Auf jeden Fall. Und das sind jetzt drei Drachen. Wir sind zwar jetzt nicht mehr bei 20, sondern bei 21 Minuten. Aber ganz optimistisch gesehen wäre das jetzt bei 33 Minuten wirklich schon der fünfte Drache für Dignitas. Und das ist super, super früh. Klar. Wobei man sagen muss, also grundsätzlich, der Goldvorteil liegt bei 3000 globalem Gold. Und liegt größtenteils... Sehr lokal. Auf der Mitte, was jetzt nicht schlecht ist, also ich meine, ne, Mitte ist eine Carry-Position, Ari ist ein Champion, der carryen kann, mit dem du Plays machen kannst, also von da alles super, heißt aber auch, ohne Ari fehlt dieser komplette Goldvorteil, den man da letzten Endes hat. Wir haben es ja gesehen, da sind da der 3000 Gold-Unterschied, Key 03 mit Rumble berechtigterweise in der Kritik, wir hatten es schon in der Pick-und-Bun-Phase gesagt, er ist auf Rumble gut, auch auf der Mitte, er hat schon alles gemacht, aber es passt nicht in die Comp rein, die sein Team hat, beziehungsweise auch nicht gegen die Kombination von Dignitas. Da wären bessere Varianten möglich gewesen. Die fehlende Mobilität ist ihm jetzt schon mehr als einmal zum Verhängnis geworden. Ja, dieses vor allem Rumble als erstes zu picken, ist halt auch etwas interessant. Ja. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, wie sollen sie denn die Ari rausnehmen? Womit? Wobei, die haben die Vi, also... Ja, aber Vi hat nicht genug Schaden und wer soll hinterherkommen? Ari Tristana. Kann wegspringen. Tristana soll offensiv in die... Also ja, es ist halt die Sache. Klar, jetzt natürlich soll Tristana nicht offensiv in die Ari reingehen. Es hängt natürlich davon ab, wie du es halt hinbekommst. Ja, ich gebe dir recht. Wenn sie sich, wenn Shifter reinspringt, dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also ich gebe dir natürlich recht. Es ist nicht unbedingt so einfach. Du hast jetzt nicht wirklich was da in die Backline gehen kann. Da war vielleicht ein Stück weit auch der Einebner gedacht, den du dann einfach rüberziehst, aber generell, Rumble braucht zwar nicht so viele Items, um stark zu sein, aber es ist an sich eine Eigenschaft eines Top-Laners. Wir haben ihn jetzt auf der Midlane und es fehlt da wirklich der Schaden letzten Endes, weil du ansonsten bis auf Rumble keine Quelle hast für magischen Schaden an dieser Stelle. Und das macht sich hier sowas von knallhart bemerkbar. Hättest du einen anderen Midlaner gehabt mit einer Ori, die auch eine Teamfight-Ult gehabt hätte, ich denke, das wäre vor allem sicher gewesen. Die ist jetzt auch nicht wirklich mobil, aber sie kann zumindest ein bisschen beschleunigen, sie kann sich schilden, sie ist grundsätzlich sicherer, hat es einfacher. Auch mehr Reichweite zum Farmen. Genau, mehr Reichweite zum Farmen. Da ist halt ein Rumble auch sehr, sehr kurz dabei. Jetzt Charme auf Move, der flasht hier raus. Ja, und grundsätzlich, klar, immobile Midlaner sind ein Stück weit immer noch in der Meta. Man sieht einen Viktor, aber die machen eben alle mehr Schaden, als das ein Rumble macht. Also, ja, mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Wir haben ja schon öfters, oder was heißt öfter, wir haben ihn zweimal gesehen, wir haben schon auch ein Spiel gesehen, wo er hinten war am Anfang und dann später noch gekommen ist und sein Team nach vorne gebracht hat. Ich meine, Tristana ist halt immer noch dieser Schläfer, dieser Champion, der wirklich stark wird, sobald er halt seine Items voll hat und dann komplett auch ein Corki out
Geld. Also der wird einfach vielfaches stärker. Von daher, das Potenzial ist immer noch da. Wenn sie die Vi auch richtig einsetzen, Move, der ist natürlich jetzt auf eine interessantere Wahl gegangen. Geistersicht sieht man auch sehr selten auf Junglern. Auf Vi habe ich das, muss ich gestehen, glaube ich, noch nie gesehen bis jetzt. Ja, also ich meine, in dem Fall vollkommen verständlich, weil die größte Schadensquelle ist Yari und du hast auch mit dem Corki den magischen Schaden. Also allerdings wäre mir da ein Banshee-Flyer sogar noch lieber, weil es halt diesen ersten Charme oder diesen ersten Hook von Thresh also, ablocken würde. Ja, es geht beides. Ich habe es durchaus schon gesehen. Dexter zum Beispiel hat es stellenweise auch schon so gespielt in der EU-LCS. Also du hast ja bei der Geistessicht dafür die Abklingzeitverringerung und die Regeneration noch on top. Von daher denke ich durchaus vertretbar. Aber Dignitas, wie werden sie es jetzt weiterspielen? Also jetzt ins Ultra-Late-Game zu ziehen, wie du schon gesagt hast, gegen die Sistana, wäre eine weniger gute Idee. Einzel-Pickups jetzt zu landen, wird nach und nach schwieriger werden. Aber sie haben die Drachenkontrolle und ich denke, das alleine könnte prinzipiell schon ausreichen. Ich denke auch, Drache und Baron, das sind die beiden Sachen, wie man es auch gerade sieht, wo sie sich darauf konzentrieren sollten. Da Wards wegnehmen und Gravity einfach rumrotieren lassen. Hey, Gravity, kommt mal her. Wir machen jetzt eventuell Baron, wenn er nicht kommt. Hey, Gravity. Oder sie stellen einfach eine Falle. Also genau, das meine ich ja. Also einfach warten mit Thresh, Ahri, dass Gravity zu einem kommt, dass Gravity in die Fänge reinläuft. Dann, wenn man ein Ziel hat, auslöschen. Ahris absoluter Schaden, super schön zu nutzen. Und ja, dann kann man im Prinzip von da aus dann auch weitergehen und Türme nehmen, wenn man wirklich zwei, drei Leute wegnimmt. Ja, denke auch. Jetzt haben wir da den Mega-Nah, der sich den Farm sichert. Überhaupt jetzt die Sidelanes rauspushen, ist eine hervorragende Idee für Dignitas, bevor es dann in den Drachenkampf geht. Gravity sollte sehr aufpassen, sollte es da reingehen. Vor allem Keen, 170 Farm in der 25. Minute, ist da wirklich sehr, sehr, sehr weit hinten. Nicht nur was die Kills angeht, sondern eben auch den Farm, was klar auch an seinen drei Toten liegen mag. Eventuell. Eventuell. An der Reichweite liegen mag. An der Ahri liegen mag. Olzig dreht nochmal um. Ups, da war doch Ward. Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, gerade wie jetzt die Calls vom Team gekommen sind. Ob sie das Ganze absichern oder nicht, weil du weißt halt, also wenn du das gegnerische Team nicht siehst, dann ist es durchaus riskanter, alleine auf der Lane zu stehen, aber grundsätzlich, wo Move dann in der Nähe war. Oder er hat selber nicht gecheckt und ein Teammate hat ihn darauf aufmerksam gemacht, das kann auch sein. Auf jeden Fall zweite Geister sich jetzt Hornster und Move, beide also gegen die Magieresistenz, nicht gegen die Magieresistenz. Gegen die Magieresistenz. Magieresistenz gegen den magischen Schaden, aber ganz wichtig wird halt dieser Drache. Vierter Drache, man kann ihn nochmal aufgeben, nach dem Motto, es ist der vierte Drache, der halt nicht effektiv zu viel bringt, aber dadurch setzt man sich der Gefahr aus, wirklich gezwungen zu sein, zu dem nächsten Drachen zu kämpfen, ob man will oder nicht im Prinzip. Ja. Und egal, was Shifter jetzt an Runen hat, er hat jetzt erstmal noch den leeren Stab mit oben drauf. Das heißt, hier wird die Magieresistenz einfach schlichtweg ignoriert, zumindest zum Teil. Sehr wichtig an dieser Stelle. Und hier geht's drauf auf den Drachen für Gravity. Wäre der erste, wäre wichtig. Sollte Dignitas auf keinen Fall kampflos abgeben. Letzten Endes haben sie genau das fast getan. Es geht nochmal drauf, aber Gravity kommt gut weg. Haben sie da geschlafen, ist die Frage. Jetzt mit dem Charme auf Bunny Fufu. Der legt da nochmal durch und dann Helios vorne ran. Sie sollten in der Lage sein, hier gut hinterher zu jagen, aber grundsätzlich, es bleibt bei einem weiteren Kill für eine Ahri. Das ist ein bisschen mau dafür, dass das der hätte, der vierte Drache sein können und der erste jetzt für Gravity ist. Sprich halt 6% AP oder eben und AD oben mit drauf. Super solide Einebner, da hätte eigentlich Hornster dazukommen können. Bunnyfufu hat das noch das Entzünden. Man hat gesehen, Cory und Shift hatten beide mehr als die Hälfte des Lebens verloren, allein durch den Einebner. Sie konnten nicht hinterhergehen. Es wäre also eine gute Möglichkeit gewesen, raufzugehen. Ortec hat die ganze Zeit geschossen, hat seine Crits gehabt, hat seine Entladungen auch gehabt vom Statix. Also da hätte man theoretisch sogar noch was rausholen können. Nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, erster Drache für einen Kill getauscht. Super gute Entscheidung oder super gute Sache für Gravity. Haben nicht viel dafür aufgeben müssen. Auf alle Fälle. Also es bleibt bei 4000 Gold, in absoluten Zahlen relativ schwindet dahingehend der Vorteil. Von daher für Gravity an sich eine super Situation, dass sie Tempo rausnehmen konnten aus dieser Begegnung. Aber da schwebt immer noch so ein bisschen der Baron da, den Dignitas nutzen kann, um den Teamkampf zu zwingen. Letzten Endes ist es ja genau das, was sie machen sollten in der Situation. Aber Tristana jetzt schon drei Items fertiggestellt. Im Prinzip die drei Core-Items, auch das vampirische Zepter für den Lifesteal. Kann man schon sagen, Tristana ist drin im Spiel.
ein Punkt, den du gerne vermieden hättest, aber der hier weniger vermeidbar war, vor allem wenn man sich die Farmwerte anschaut von Alltech, dann ist der extrem gut drin. Ja, 290 Farm noch 29 Minuten, das ist super, super solide. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, er hatte halt Ewigkeit eine Klinge der Habgier. Das heißt, es ist nochmal extra dazu. Aber Dignitas rusht jetzt hier den Baron und Barnifufu ist nirgendwo in der Nähe und auch Alltech, der ist ein ganzes Stück entfernt. Ah, jetzt der Teleport von Gamzu ist in der mega nahen Form. Würde man gerne ausnutzen mit Flash, aber nichts in Reichweite. Also ich denke, der Call wird da sein. Ich bin groß, lass uns kämpfen. Also kommt der Teleport, aber tja, da alles außer Reichweite ist. Keen wäre noch so ein Kandidat gewesen. Grundsätzlich aber dadurch, wenn auch alle anderen Flash abhaben, kannst du, wenn du reaktionsschnell bist, gegenflashen. Die meisten LCS-Spieler können das, weil mechanisch sind die halt eben alle top. Die nächste Falle wird gestellt. Shifter sieht man, damit wird es ein Stück weit offensichtlich. Und man schaut halt auch nochmal mit dem blauen Trinket rein. Allerdings Alltech und Barnifufu hätten keinen Flash gehabt, waren aber auch nicht in der Nähe. Gefällt mir aber auch super gut. Sie haben gesehen, okay, Gnar hat keinen Teleport mehr. Also, wir haben Shen, der hat zwei Summoners. Shen splitpusht. Jetzt haben sie die Entscheidung gegen das. Wie lange wollen sie noch warten? Wie lange wollen sie da stehen und nicht den Baron anfangen? Shen drückt ihnen die Minions in den Turm rein. Shen macht immer weiter Druck. Und sie können den Gnar halt nicht zurückschicken, ohne zu riskieren, in einen 4 gegen 5 reinzulaufen. Also ja. Solange Gravity... Oh, Move! Oh, da ist der Hook Move zu weit vorne und dann geht's direkt raus. Barnifufu ebenfalls mit dabei. Kann da überhaupt nichts mehr machen mit dem Schild. Warum? Koi JJ bekommt den Kill. Und ich gebe dir recht, warum? Denn unten ist Horns am Splitpushen. Ah. Oben zwar läuft der Slowpush für Dignitas, aber jemanden auf der Lane zu haben. Und man hätte jemanden runterschicken müssen, hätte sich das noch hingezogen. So bekommen sie zwar den Turm. Es ist ein innerer Turm. Vielleicht auch den zweiten. Auf der anderen Seite aber jetzt der Baron genommen. Sehr viel Gold und eine Drucksituation. Gravity macht jetzt noch das Bessere aus, aber aufgepasst, gefährlich hier. Weil man könnte ihnen versuchen, nun einen Weg abzuschneiden. Von beiden Seiten nun ran. Wie sind die Wards da gestellt? Man weiß, sie müssen daran. Kiwi Kid aber alleine mit dem Auspeitschen schnell aus dem Weg räumt. Das hätte er nicht machen sollen. Klar, die müssen da irgendwo langkommen. Aber das ist auch gleichzeitig so die Schlussfolgerung. Okay, wenn sie hier langkommen. Thresh, was kannst du tun? Ich kann sie auspeitschen. Also von beiden jetzt. Erstmal natürlich von Move die Aktion schlechter gewesen, weil er einfach mehr hergegeben hat. Aber auch von Kiwi Kid. Hey. Ich gehe jetzt mal alleine in die ins Gebüsch oder in eine dunkle Stelle, wo die Gegner eventuell sitzen. Ich meine, das war klar, dass Dignitas beim Baron da sitzt. Wo sollen sie sonst sein? Also, nichtsdestotrotz, sie haben halt immerhin dafür Türme gekriegt, Gravity, also goldmäßig. Jetzt 5000 Gold hinten, der Baron-Buff wird noch ein Stückchen da bleiben. Grundsätzlich, aber ja. Dignitas ja auch gerade nochmal den inneren mittleren Turm bekommen. Das heißt, im Turm quasi 2-1, aber den Baron on top für Dignitas. Grundsätzlich in der Gesamtheit der bessere Tausch für Dignitas, weil was gefehlt hatte, war die Möglichkeit wirklich zu pushen, gerade gegen eine Tristana ist jetzt eine Menge Wave Clear da. Und der Baron-Buff gibt dir diese Möglichkeit, einfach noch weiter zu pushen, auf Lanes Druck zu machen. Nach wie vor allerdings der Teleport-Nachteil, also da Gamzu wieder übermütig gewesen. Vorhin, das hatten wir schon bemängelt, gegen den Hornzer, das zahlt sich eben aus, dass man da jetzt einen Shen hat. Nichtsdestotrotz, man gruppiert sich wieder und es hätte jetzt schon der fünfte Drache sein können, hätte man den vierten nicht so abgegeben. Hätte, so müssen sie halt doch noch ein ganz Stück warten, bis sie wirklich in die Gefahr des fünften kommen. Gravity allerdings... wieder mit dem etwas langsamen Shen unterwegs. Ich meine, er hat ein Sonnenfeuer, aber trotzdem, bis der wirklich eine Lane durch hat, ist auch Weihnachten. Während Dignitas mit den Baron Mains hier in der Mitte viel schneller raufkommt. Das stimmt. Jetzt kommt der Teleport. Man ist natürlich dran, aber ich bin hier dabei, um zu helfen. Der Hook gut platziert. Ja, man weiß ja, wo er auftaucht und das wird immer wieder gerne getimed. Nur nutzen konnte man das hier jetzt weniger, wobei... Ist Gamzu groß, ist die Frage. Man zieht sich in die Flanke, lässt man sie vielleicht vorbeiziehen? Geht man da vielleicht zum Drachen? Was macht Gravity jetzt da oben? Der Call ist, wir holen uns den Turm, geben den Drachen ab wahrscheinlich. Gamzu hat keinen Teleport. An sich durchaus eine gute Idee, wenn man jetzt nicht in den Teamkampf gehen kann. Großes Risiko. Ja, das gefällt mir, muss ich sagen. Vor allen Dingen ist es nicht ganz einheitlich von Dignitas. In der Mitte sieht man auch Ahri, ein bisschen Farm, Thresh noch ein bisschen da geblieben. Kiwi Kid sieht jetzt erst zurückgegangen. Also, ein bisschen unkoordiniert, hat sie im Endeffekt nicht viel gekostet. Vierte Drache für einen äußeren Turm ist definitiv noch ein guter Tausch, vor allen Dingen, weil sie halt den fünften Drachen auch gerne haben wollen, um das Ganze zu beenden. Da das ist momentan eine Schwierigkeit, das ist, wird immer später, immer noch 4000 Gold, du hast es gesagt. Absolut zwar gleich, aber prozentual oder
wirklich Auswirkungen werden immer geringer davon. Ja, also trotzdem denke ich, dass das von Gravity einfach das Beste war, was sie machen konnten, weil letzten Endes ein Teamkampf ist das, was Dignitas will. Sie sind stark, ein Ahri fällt im Late Game ein Stück weit ab, ein Corki fällt ab, eine Tristana wird immer stärker und auch irgendwann, Rumble, wirst du auch Gold haben. Und irgendwann wird Keen auch Gold haben. Von daher denke ich, wäre ein Teamkampf sehr riskant gewesen gegen dieses aktuell starke Team Dignitas, was im Gold vorne ist. Sie haben vor allem den ersten Drachen ja inzwischen schon. Das heißt, die 6% haben sie. Den vierten kann man also nochmal abgeben. Jetzt in der Hoffnung, dass sich die Situation im Anschluss dann bessert, ist der Turm die sichere Variante gewesen. Von daher muss ich sagen, Hut ab, Respekt davor. Die meisten hätten wirklich die Panik bekommen, gesagt, das ist der vierte Drachen, wir müssen aber jetzt kämpfen. Und ich denke, mit dem Turm hast du auch nochmal das globale Gold mit Ra, kannst du diesen Abstand ein Stück weit verringern. Der Druck ist auch jetzt etwas anders verteilt und von daher gut gemacht. Auf jeden Fall. Gravity. Also von Gravity auf jeden Fall gut. Kaufen sich dadurch mehr oder verschieben diesen finalen Kampf beim Drachen, denn der dürfte jetzt ziemlich entscheidend werden. Wenn da ein Team jetzt wirklich gewinnt, dann sollten sie schnell durchkommen können, denn sowohl Tristana ist super schnell am Turm, als auch einfach das Team von Dignitas, wenn sie erstmal auf dem Turm sind. Also ich denke mal, das war eine gute Entscheidung, das hier durch Gold zu ersetzen und den Kampf einfach ein bisschen noch nach hinten zu schieben. Tristana, man sieht es ja jetzt, würde am liebsten gerne auch noch die Quecksilberscherbe vom nächsten Drachen fertig kriegen. Das sollte sogar funktionieren. Das wäre wichtig. Auf alle Fälle. Also um das Charme, dem Charme dann zu entgehen oder dann doch irgendwie dem Nah, dem Hook. Also es gibt halt genug CC, was Dignitas mitbringt. Da würde sich eine Quecksilberschärpe durchaus anbieten. Keen, Durchdringung hat er jetzt auf jeden Fall. Aber nach wie vor vergleichsweise wenig AP, wenn man dann zum Vergleich Shifter schaut. Aber das ist halt so das Ding. Also einen Item-Slot hat er noch. Die wichtigsten Items an sich hat er auch. Deswegen bin ich nun gespannt, was es nun werden wird. Ob man da jetzt, ja, ich meine, vielleicht ist Kristallzepter mit der Verlangsamung durchaus eine Option, denke ich. Ja, das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen. Also offensichtlich scheint Mana kein Problem zu sein und generell ist das auch eher was für ein Early Game und für auf die Lane. Ich habe es schon mal gesagt mit Morellus, er hat ja dafür jetzt die Abklingzeitschuhe und dass Morellus Wald sich so früh zusammensetzt. Im Late Game hast du weniger die Mana-Probleme, weil du an sich mehr Mana hast und zum anderen gerade so sind die Kämpfe meist kurz und schmerzlos, das heißt, so viele Rotationen kriegst du ohnehin nicht raus. Und das ist auch super schön, wenn du mit einem Realize einfach Gegner verlangsamen kannst, vorlegen kannst. Und selber ein bisschen stabiler noch bist. Ja, also ein sehr gutes Item, ich denke, da wird es dann auch demnächst raufgehen. Wo es erstmal raufgeht, ist der Baron vor allen Dingen. Da sieht man schon wieder, Dignitas lauert auf eine Chance, ihn sich holen zu können, vielleicht auch einen Kampf zu erzwingen. Man hat ja gesehen, Shifter, wenn er jemanden findet und obwohl Braum relativ stark defensiv aufgestellt ist, geht das ganz schnell Hälfte des Lebens weg. Und das war halt wirklich nur die Kombo aus dem E und dem Q. Da kam noch nicht mal wirklich die Geisterhast dazu oder das Entzünden. Ja. So, und jetzt wäre der Baron gleich wieder da. Das ist eine Möglichkeit, um den Teamkampf nochmal zu erzwingen auf Seiten von Dignitas. Aber grundsätzlich schön, Penta-Ahri. Ich überlege gerade, gab es oder hatten wir diesen Split definitiv noch nicht, Spiele, wo du einen Penta holst und trotzdem das Spiel verlierst. Das wären die Spiele, die besonders wehtun. Grundsätzlich, da wir in Europa allerdings ein Best of One spielen, naja, hast du da nicht mal eine zweite Chance, wie beispielsweise in Korea. Ja, das, also, das wird halt echt bitter, wenn sie das verlieren. Sie haben so lange mit dieser Ahri nicht viel holen können. Und sind immer noch vorne und wenn sie jetzt halt diesen Baron da irgendwie Quatsch machen, das leichtfertig abgeben, wäre es bitter. Also vor allen Dingen der Drache. 1,20. Drache ist in 1,20. Bis dahin ist die Frage, ob der Baron überhaupt gemacht wird. Ich denke nicht. Und dann muss man gucken, wie man die Prioritäten vielleicht umändert. Ob man dann sich Richtung Drache bewegt oder ob man sagt, hey Gravity, nehmt mal den Drachen, wir nehmen den Baron und dann machen wir einfach statt mit dem absoluten Schaden mit den Supermans das Ding zu. Denke auch. So, jetzt ist noch eine Minute und man könnte den Kampf jetzt entzwingen mit dem Hook auf jeden Fall drauf. Und schon geht's rein, der eine Ebene drüber, sofort in Zone jetzt gegangen von Shifter. Sehr gute Idee, man hat immer noch die Geisterhast, mit der man rauskommt. Aber da ist die Vi direkt mal mit dem Lockdown, Shutdown vorhanden nun. Und das gibt eine ganze Menge Gold für Alltag. Hinterher geht's und man sieht, die Stärke ist auf jeden Fall vorhanden. Gamsu, nicht mehr viel Leben, da kommt er gerade so weg. Die Rakete, sie wäre geblockt worden, aber Shifter ist raus. Und da liegt nun mal das meiste Gold. 330 Farm, 8-1 jetzt, 8-1-5.
Und ohne Shiftur ist hier gar nichts los. Horns hat zwar auch erwischt, aber ein 1-zu-1-Subtausch hier. Einfach großartig für Grab. Hier hat man gesehen, wie viel Schaden Oldtank jetzt macht. Coin Change hat die Bombe drauf und das reicht. Der platzt hier weg. Hatte keine Heilung, hatte kein gar nichts mehr. Muss dem Tod hier ins Auge sehen. Auf deiner Seite von hinten Gamsu zur Stelle. Krallt sich Bunny Fufu. Es gilt, den Baron zu verhindern. Wenn man dafür einen Kill hergibt, ist es das auf jeden Fall wert. Und das war ein super schlechter Kampf von Dignitas. Alles, was sie hatten, haben sie auf Hornzer draufgeschmissen. Standen im Einebner dabei, haben komplett Alltech schießen lassen und du kannst nicht einen Tank shen, der nur defensive Items hat, den kannst du doch nicht komplett totfokussen wollen. Selbst mit einer Ahri, wenn du dafür im Einebner stehst und den Gegner stehst. Und jetzt der fünfte Drache wird auf einmal ein ganz Stück schwerer zu holen, nachdem Tristana jetzt so gut unterwegs ist. Ja, und jetzt hat Gravity das Zepter wieder ein Stück weit in der Hand. Sie haben den Drachen, es geht auf Helios und jetzt wird das Spiel hier gedreht. Da gibt es den Charme zwar, beziehungsweise das Q auch noch durch auf Keen. Das ist egal, Keen, kann man sagen, wird hier gecarried. Ja, also, ich meine, die Einebner, die waren gut, muss man ihm lassen, die waren gut, aber eigentlich dürfte er nicht mehr nach dieser Leistung am Anfang des Spiels, in der Mitte des Spiels, dürfte er eigentlich keinen. Also wenn man mal schaut, 233 Farm, dann ist er halt so eine Viertelstunde zurück. So von der Zeit her. Wir haben die 40. Minute und man schaut auf sein Itembild. Also eine Viertelstunde quasi zurück. Jetzt nochmal Gamsu gleich in der mega nah Form. Der Hook ist drauf, aber Bunny Fufu ist sofort mit der Phosphorbombe. Merkt man auch, eine Tank kann ein Stück weit Schaden erleiden. Es ist nur der Supporter. Trotzdem ist man dran. Der Baron hat eine ganze Menge Schaden verloren. Man möchte ihn gerne haben. Der Hook hier nicht mit bei. Und jetzt Gamsu, das wird gefährlich werden. Man hat den Baron schon bekommen. Kann man noch in den Disengage gehen, ist die Frage. Jetzt Gamsu hat keinen Flash mehr. Wie kommt er da rein, ist die Frage. Kann er da reinkommen? Hornzer macht das hier gut und dann sitzt der Einebner wirklich sehr, sehr schön. Hornzer immer noch und von oben Oltek, der macht den Schaden. Das will Helios nicht auf sich sitzen lassen. Geht er ein bisschen sehr offensiv rein und move. Wow, was ein Schild hier vorne. Shiftur bekommt dann allerdings den Kill auf Hornzer. Helios mittendrin, aber Oltek macht die ganze Zeit Schaden, macht die ganze Zeit Bums und dann sehen wir, der Schaden ist da. Sie sind low, aufgepasst. Schon Shiftur wieder. Move und Hornzer beide erwischt, aber diesmal Dignitas sich da noch gut rausgewunden, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, Gravity mit dem Baron. Alltech hat auch echt Pech. Das letzte Mal hat Gamsu mit 5 oder 10 Leben überlebt, er hat kein Reset bekommen. Hier wieder beide mit ganz wenig Leben rauskommen. Und Move auch wirklich in diesem ganzen Spiel nicht effektiv, er hat nicht mal seine Ulti gezündet. Er hat nicht mal das machen können, jetzt sehen wir den Kampf. Oder zumindest erstmal die Ansätze. Sie gehen weiter auf den Baron drauf. Baron ist tot. Bunny Fufu hat kaum noch Leben. Okay. Jetzt. Jetzt die Entscheidung gleich. Man muss auf Horns aufpassen. Er weicht super schön aus. Nicht gesandt. Hätte rüberspringen können. Entscheidet sich aber dafür, unten reinzugehen. Und Move. Move ist erstmal getaunt worden. Springt jetzt zur Seite. Immer noch nichts gemacht. Geht jetzt hier rein in Pit. Immer noch nichts gemacht. Move hat immer noch keine Leben. Hat nichts gemacht. Kriegt jetzt die Shen-Ulti. Geht auf Cory. Hat immer noch nicht viel gemacht. Kriegt jetzt Cory ein bisschen Schaden drauf. Stirbt dann im Endeffekt. Und er war halt nicht wirklich effektiv für sein Team, während halt der Rest hinten verteidigt hat und Ortek beschäftigt hat. Also, da muss mehr kommen von ihm. Und er vor allen Dingen sollte eigentlich defensiv sein. Er sollte diesen Ortek mit seinem Full-Item-Bild Tristana, die muss beschützt werden. Einfach nur beschützen, recht. Völlig egal. Alles, was auf Ortek draufspringt, wird angegangen. Gut ist. Ja, Tristana jetzt eben mit komplettem Item-Bild kann sich nur noch übertränken, noch weiter dopen. Und da hat dann Coil JJ einfach überhaupt keine Schnitte mehr. Ich hab's gesagt, Na'ari fällt im Late Game ab. Sie macht zwar immer noch absoluten Schaden, aber grundsätzlich bist du da mit dem magischen Schaden, vor allem gegen Tanks, etwas angeschmiert. Aber stand am Turm, jetzt steht er auf jeden Fall nicht mehr da. Direkt geht's auf den Inhibitor. Sind im globalen Gold zwar immer noch hinten, aber wen interessiert das jetzt letzten Endes? Sie sind im Late Game, sie haben die Late Game Comp. Und da wir uns wirklich kompletten Item-Builds nähern, ist es hier komplett irrelevant. Wenn ich mir die Items angucke bei Keen, sieht das so aus, als würde er einen zweiten leeren Stab holen. Wir wissen es allerdings besser. Auch Rabadon setzt sich aus diesen beiden Items inzwischen zusammen. Oder ein Realize. Mit einem übermäßig großen Stab. Oder ein Realize. Grundsätzlich geht jetzt vieles über diese Items. Ja. Also ich würde mir wünschen, wenn Keen sich ein Realize im Prinzip holt, weil er sowieso mehr so eine supportmäßige Rolle einnimmt. Und man sieht ja, was Alltech macht. Das ist halt wirklich das Thema des ganzen Spiels. Dignitas kommt einfach nicht mehr richtig mit genug Schaden an Alltech ran, wobei man natürlich auch sagen muss, der spielt das auch sehr solide. Ja, oh, jetzt nochmal der Hook auf Keen und der ist so ein Stück weit die tragische Figur. Hier wird aus dem Weg geräumt von Shifter und Aurelius selber weggeplatzt. Man sieht den Schaden von der Tristana, die hat hier einfach die Bomben. Und Gamsu in der Megana-Form hätte den Flash. Jetzt müssen sie aufpassen, da müssen sie eigentlich raus. Hornzer wieder weit nach vorne abgeräumt worden. Und da ist er, Gamsu. Kommt er nochmal ran mit dem Flash, will das auf jeden Fall wissen. Oltech setzt die Ulti ein
und schubst ihn da weg. Und Bunny Fufu mit dem Schild nochmal zur Seite. Lebenserhaltende Maßnahmen, aber die Corki-Raketen. Und dann kriegt Gamsu nochmal mit dem Felsbrocken den Kill. Also alles können sie sich hier nicht erlauben. Gerade Keen, dass er hier gehookt worden ist, wird ihm zum Verhängnis letztlich. Und auch Hornser vielleicht ein Stück weit zu offensiv drin. Vielleicht zu euphorisch, zu übermütig, Gravity, denn das kann sich jetzt hier böse, böse rechnen. Ja, der Turm und der Inhibitor, die dürften fallen. Move ist da unten halt ganz weit außen, das heißt, er kommt da nicht mehr rein. Und momentan scheint es so, als würden sich Hornser, Move und Keen abwechseln, wer Alltag das Spiel versaut. Also Alltag probiert ja wirklich sein Bestes, die Kills zu holen, und irgendwer steht immer komplett in den Gegner drin, lässt sich hooken, geht auf einen Engage, der nicht direkt notwendig ist. Also er ist auch einmal gestorben, alle anderen viermal, sechsmal. Klar, er ist derjenige, der auch beschützt wird. Nochmal eine Menge Gold, mit der er nichts mehr anfangen kann, aber hier der Kampf. Ja, Keen reingezogen, das darf halt komplett nicht passieren. Der wird dann natürlich abgefertigt. Und da, währenddessen sieht man, Alltag kriegt jetzt hier den Kill. Aber Hornser ist halt wieder sehr offensiv reingegangen, steht ganz, ganz tief, während hier Gamsu sich auch schön davor stellt, muss man sagen. Gamsu verhindert, dass das Team im Prinzip dazukommen kann. Und dann stirbt halt Hornser einfach. Und wieder. Grundsätzlich bei Keen halt besonders bitter. Er hätte halt noch einen Flash gehabt und er hätte damit den Hook auf jeden Fall ausweichen können. Dazu Kiwi Kid, aber das kennen wir schon von ihm. Einfach unglaublich treffsicher, was die Hooks angeht. 15 Assists von 19 Kills. Insgesamt hat er einfach eine unglaublich gute Beteiligung. An sich ist wirklich nur noch Helios besser. In dem Kampf allerdings früh gestorben, was weniger seine Schuld war. 15 Sekunden, dann der Drache. Könnte der fünfte werden für Dignitas, und das die Möglichkeit, damit das Spiel doch noch für sich zu entscheiden. Der Inhibitor in der Mitte offen, grundsätzlich aber einfacher zu verteidigen, weil eben, man sieht, das Spiel spielt sich in der Mitte ab, während auf der Botlane selbst die Situation für Gravity sehr, sehr schön ist, denn die Supervasallen drücken rein. Man müsste also wen abstellen, um das Ganze so weit zu stoppen. Und jetzt geht's rein. Move bekommt den Drachen hier nochmal geklaut. Der Hook auf Bunny Fufu, nicht das beste Ziel. Der eigentlich mal drüber. Colin Jaden muss mit der Valkyrie weg. Gamsu ist in der Mega davor. Aber die Ulti ist hier schon mal raus. Jetzt geht's hier auf Helios. Versucht hier wegzukommen. Alltag hinten die ganze Zeit unbedrängt, kann den Schaden rausdrücken, und das reicht im Prinzip Gravity erst schon mal. Sie haben hier diesen fünften Drachen ein weiteres Mal verhindert. Eine Minute noch zum Baron und werden jetzt noch gucken, dass sie die Midlane weiter rauspushen, bevor es dann gegebenenfalls zum Baron geht. Grundsätzlich, das sind super interessante Teamkämpfe, die wir sehen, auch wenn es nicht immer zu Kills kommt. Auf jeden Fall, und da sieht es auch so aus, als würde Alltag hier noch probieren, die 1000 Farm irgendwann in diesem Spiel zu erreichen. Er ist immer noch bei einem Farm, der über den Minuten liegt. Also er hat 480 Farm nach 46 Minuten, obwohl dieses Spiel immer wieder mit Kämpfen ausbricht. Er die ganze Zeit aufpassen muss, dass er nicht in der Ahri reinläuft, hat nur einen Tod. Alltag allerdings entscheidet sich auch dafür, nicht die Schuhe zu verkaufen, sondern behält sie. Hat auch nicht irgendwie die Heimwachverzauberung oder die Fura-Verzauberung, sondern halt sich dafür entschieden. Kameraden, die zu ihm laufen, sind schneller. Das heißt, er möchte einfach, dass sein Team jetzt ihm schneller helfen können. Dass wirklich Leute zu ihm rennen und ihn beschützen. Also von daher eine interessante Variante gewählt. Normalerweise sieht man das auch auf den Champions, die den Engage suchen, früh reinspringen, damit der Rest hinterherkommt. Alltag nimmt es defensiv. Kann man machen. Ich denke, grundsätzlich, er ist einmal gestorben. Sieht man, er hat hier definitiv nicht das Syndrom, zu offensiv reinzuspringen. Das Wild Turtle-Syndrom. Im Gegensatz, er macht das halt genau richtig. Gamsu hat einen Teleport da, kann also hier verteidigen. Grundsätzlich aber die Botlane am weitesten entfernt vom Baron, deswegen hier besonders wichtig. Und Gravity, ja, sie tänzen jetzt so ein bisschen rum. Auch sie müssen ihre Lane da rauspushen, wo Gamsu ja die ganze Zeit schon mit dabei ist. Auch sie können den Kampf nicht leichtfertig nehmen, wie wir gesehen haben, weil Dignitas 4 CC hat. Das ist halt der Punkt. Ja. Und das ist auch das, was Dignitas im Spiel hält. Da müssen sie halt aufpassen, ja, auch die Ahri mit dem Realize jetzt verlangsamt extrem. Gamsu hat halt auch mit dem Dornenpanzer schon eine gewisse Gefahr für Alltag, wenn er zu viel Schaden auf sich selbst im Prinzip gibt. Riskiert es dann halt auch immer. Ist jetzt, glaube ich, gerade über die Wand gesprungen, wenn ich richtig gesehen habe. Sie wollen es also wieder aggressiv darauf anlegen, auf die Base zu gehen. Und sie haben halt diese Tristana plus eine riesige Welle. Vier Kanonenvasallen. Und nicht nur da, unten ja auch. Unten pusht die Welle auch rein. Also das macht sie sehr, sehr gut. Und der Tunnel, der wird richtig schnell fallen. Schau dir das an. Aber der Kampf ist fast unausweichlich eigentlich. Joa. Oder? Dignitas, wollen sie wirklich nicht drauf? Also man kann es erzwingen, wenn man es möchte. Aber es ist auch ausweichlich, wie wir sehen, wenn Keen jetzt mal nicht zu offensiv vorne steht.
Also man sieht schon, ein Turm weniger. Gamsu nach wie vor gefährlich, weil wegen Flash, weil wegen Mega, gleich nicht mehr. Grundsätzlich auch richtige Entscheidung, nicht in Mega nach Form zu gehen. Gut ausgewichen hier, aber Hornsa, aufgepasst. Dignitas jagt sie jetzt über das komplette Spielfeld, aber ob sich das da wirklich lohnt? Der Inhibitor wow. wieder aufgebaut. Und Gravity ist einfach vom Baron rüber, hat den Inhibitor-Turm genommen und sind einfach über am gleichen Punkt geendet. Sind ja. am Schluss wieder beim Baron gewesen. Ja, aber jetzt müssen sie aufpassen, also die Mitte pusht halt rein, das kann man noch ein Stück weit verkraften, es geht dran, sie sehen es mit dem blauen Trinket, können das natürlich nicht ignorieren, der Baron wäre jetzt durchaus ganz, ganz wichtig hier, wird angegangen, Dignitas steht gut, was es schwer macht, den Engage da zu suchen, die Frage ist, wer soll es machen, wie soll es man machen, gerade gegen so viel CC, Gamsu wieder in der Mega-Form, aber wir schaffen es immer, sie vom Baron wegzuhalten und diesen zu resetten, grundsätzlich der Inhibitor auch wieder aufgebaut. Es sieht zwar so aus, als würden die Vasallen den gleich wieder einreißen, aber damit muss man jetzt erstmal leben. Schön den Charme ausgewichen, das ist also schon mal raus. Und Alltech bekommt ihr erstmal ein paar gute Treffer auf Helios. Wichtig hier, kommt zurück, Bunny Fufu mit dem Schild. Das heißt, hier schon eine Menge Schaden rausgerückt. Shifto, wunderbarer Flash und auch der Einnehmende sitzt sehr, sehr gut. Das sitzt man als Angriffssignal direkt mal drauf, auch mit der Bombe zur Stelle. Gamsu hoppelt durch die Gegend, ist Mini, aber das ist die Bombe, die explodiert. Inhibitor eingerissen, aber es geht hinterher. Alltech will es wissen mit dem Raketensprung. Geht da jetzt jemand zurück? Hornsa hätte den Teleport noch oder könnte so in den Kampf wieder mit einsteigen. Geht da wirklich jemand zurück? Lässt man es die Türme machen? Der Inhibitor von den Vasallen eingerissen, aber jetzt eine ganze Minute lang ohne Gamsu. Das Ganze umgedreht am Baron dran. Viele eben auch schon verloren auf Bunny Fufu. Und dann geht's rein vor Hornsa, Leute. Schaut von Alltech. Zur Stelle, Move bekommt den Kill auf Kiwi, der Flash hinterher von Keen. Und hier ist er nützlich, hier ist er jetzt endlich mal nützlich, auch mit der Verlangsamung. Auch wenn er trotzdem stirbt, 70 Sekunden sind das für ihn. Dignitas selbst zu zweit, Shifter und Call JJ werden sie niemals den Baron nehmen können. Gravity selber auch da zu riskant, zu viel Leben verloren. Und so langsam muss dann wirklich jemand die Vasallenwelle klären. Ja, jetzt ist Hornsa da mit seinem unglaublich schnellen Chen, der die Vasallen gerade vernascht, man sieht's. Es dauert gerade mal 20 Minuten, bis er eine Minionwelle hat. Nichtsdestotrotz, Gravity wieder dran. Man sieht die Items, es ist fast bei allen fertig. Das Item ist fast bei allen fertig. Das heißt, egal was für ein Goldunterschied ist, er bringt ja. nichts. Und jetzt geht Alltech hier rauf auf den Baron und es hat niemand ist da. Gemacht. Niemand ist da, weil ja, aber die wer eine denn Hälfte das tot ist und die andere Hälfte ist nicht halt in der Reichweite. Gamsu könnte gleich den Teleport nutzen, wird es wahrscheinlich auch machen, aber ist da ein Ward irgendwo in der Nähe? Ja, da ist es, auch von Hornsa den Teleport, aber Gamsu nicht in der Mega-Form. Der Baron jetzt genommen, den haben sie jetzt also schon mal und Alltech wieder dran und der verprügelt den kleinen Menigner. Move zur Stelle, da kommt der Dank und Alltech mit dem nächsten Kill letzten Endes. Drache 3 von 7, Baron 2 von 3, da sieht man einfach mal, wie lang dieses Spiel geht, 51 Minuten schon. Aber das könnte der fünfte Drache werden, jetzt müssen sie hin und oh, Gravity ist alles andere als in der Nähe. Der sollte und wird sehr, sehr schnell fallen und dann haben wir Baron gegen fünften Drachen, Late-Game-Combo gegen einfach mal Ari und Corki. Move aber steht hier bereit in den Startlöchern, aber Helios kommt mit dazu, kann man das stehlen oh! Und er schafft es. Move hier, Move schafft es, diesen fünften Drachen zu verhindern. 74 Sekunden weg, aber das ist es wert. Denn Gamsu ist ebenfalls 43 Sekunden nicht zugegen. Die Sidelanes allerdings gut rausgepusht von Dignitas. Es ist mir vollkommen egal, was Move in diesem Spiel falsch gemacht hat. Er hat dreimal in Folge sich diesen Drachen geholt. Dreimal in Folge den Drachen unter der Nase von Dignitas weggeklaut. Und das ist es, was wirklich halt einen Unterschied macht bei diesem Spiel. Dass es einfach diesen fünften Drachen nicht gibt für Dignitas. Ja. Gar nicht. Grundsätzlich, das Gold spielt einfach keine Rolle mehr. Die sind jetzt alle, fast alle Full-Item-Bild. Man nimmt die Supporter vielleicht so ein bisschen raus letztlich. Türme sind wirklich nur noch eine Verteidigungsbastion und Gravity an sich hat einen mehr eingerissen. Auch da wieder über die Sidelands. Jetzt der Baron-Buff, das sollte helfen, die Lanes rauszupushen. Und grundsätzlich gibt es sonst nichts, was man sich auf der Karte holen kann. Es bleibt wirklich, ja, kann man von einem 3000 Gold Vorteil in der 53. Minute reden? Ich glaube nicht. Man kann wirklich nur davon reden, dass diese Tristana halt verdammt abgeht. Und ansonsten spielen sie beide aber auch ihre Kombos sehr, sehr gut. Gerade Dignitas, also hätten sie den CC nicht, dann hätten sie das Ding schon lange verloren. Ja, Alltech hat sich jetzt auch gegen die Schuhe entschieden, hat sie jetzt verkauft für einen zweiten Schattentänzer. Der Phantomfresser. Der hat so viel Crit-Chancen jetzt und Angriffsgeschwindigkeit, vor allen Dingen, wenn er seinen Q aktiviert, sollte er auf 2,5 kommen. 500 Farm? Ja, der ist. Ey, wenn die noch so weitermachen, geht's noch an die 1000 Farm ran. Also wirklich. Du willst also das 2-Stunden-Spiel, ja? Nicht unbedingt. Ich meine,
2000 Gold ist auch nur der Unterschied. Ich meine, unabhängig davon, dass es jetzt voll das Itembild ist. Ja, aber schau dir mal an. Ich meine, man hat 500 Farm. So, 81.000 Gold. Tristana hat alles Gold der Welt. Was kann man machen? Die Schuhe verkaufen. Einen zweiten Phantomtänzer. Gibt auch Lauftempo. Nicht so viel wie die Schuhe. Aber grundsätzlich, ja, Statics auch verkauft. Phantomtänzer ist das bessere Item. Und ich glaube, die geht jetzt wirklich ab wie auf Speed. Mal gucken, wie so ein kleines Zäpfchen. Das ist mehr Maschinengewehr, Tristana, habe ich das Gefühl, mit dem Angriffstempo. Und den Crits vor allem, 1500er Crits, bam, bam, bam. Ja, die haben zwar keine Rüstung, aber trotzdem, das ist super heftig. Und da kann Corki jetzt einfach nicht mehr mitmachen. Das ist ein Spiel, das kann Corki schadensmäßig nicht eingehen. Vor allen Dingen, er hat auch nochmal defensiv den Schleier geholt. Aber weißt du, wer noch keine Rüstung hat? Kiwi Kid. Und weißt du, wer ansonsten auch noch wenig Rüstung hat? Wer noch keine Rüstung hat? Call JJ. Wer wenig Rüstung hat? Shiftur. Ja, das wird durch natürlich den letzten Atemzug wirklich komplett aufgewiegelt. Also, kann man machen. Also, das ist definitiv der Schaden. Wenn Ortec kurz mal auf einen dieser drei Personen schießen darf, dann ist vorbei. Also, da können sie dann nichts mehr machen. Move halt auch. Jetzt sogar nochmal entweder auf den Frosthammer oder auf den Triforce. Weißt du, wer kein Voll-Item weiter hat nach 54 Minuten? Keen. Ja. Ja. Aber auch nicht verwunderlich nach 265 Farmen bei 50 Minuten. Ja, also Alltag richtet hier noch den Spendenfonds ein, habe ich das Gefühl. Jetzt der Hook nochmal zur Seite. Also der Rumble-Pick, wenn der nicht gewesen wäre, wäre das vielleicht schon eingetötet worden. Jetzt noch auf Panifufo und man hätte sich unseren Todesurteil jetzt in Unterzahl und das Ganze 72 Sekunden lang noch ganz zu. Da ist der Mega da und der kriegt hier den Honza. Der eine nimmt nochmal drüber und man will den Kampf tatsächlich nehmen. Gamsu aus dem Weg räumt tatsächlich Oldeck mit dem Monsterschaden. Aber jetzt steht er mit drin. Saber Fokus. Und der drückt noch aus, aber das reicht nicht. Das ist das Ace. Triple Kill für Gold JJ. Wahnsinn hier, was abgeht. Und das sollte reichen. Sie haben so lange Zeit. Über eine Minute jetzt. Und sein zweiter Tod, Oltek, sein zweiter Tod. Wie bitter ist das denn, bitteschön, für ihn? Dignitas, mit diesem einen Kampf holen Sie das Ding. Ach, das ist so bitter für Oltek. Das tut mir richtig leid. Er hat wirklich stark gespielt, aber sie hatten keinen Midlaner und irgendwer hat sich immer fangen lassen. Das ist schwierig halt natürlich gegen Thresh und Ahri, aber ohne Midlaner kannst du das wohl nicht gewinnen. Ja. Nicht im Vergleich zumindest zu dieser Ahri. Also Keen war nicht da. 12-1-12. Verrückt. Also das ist wirklich Shifter, eine extrem starke Leistung. Ein Pentakill und dann so eine Starts insgesamt. Ja. Hier das Ding, nochmal das Herzchen ins Publikum geworfen von Ahri, aber hier Dignitas. Also nach so einem langen Spiel.